meine Lieben, und willkommen zu unserem Cardio Bauchblaster. Ihr könnt dieses kurze, knackige Workout als einzelnes Workout machen, immer so 2 bis 3 Mal die Woche, wie ihr gerne möchtet. Oder ihr könntet es ans Ende eures normalen Workouts setzen, um noch ein bisschen extra den Bauch zu fokussieren. Also auf jeden Fall seid gut aufgewärmt und dann würde ich sagen, los geht's. 20 Sekunden haben wir Pause und 50 Sekunden Arbeitssatz und wir machen 8 völlig unterschiedliche Übungen und vor allem dringend wird es nicht nur auf den Bauch gehen, sondern auch Fett verbrennen, weil wir machen richtig heftiges Cardio. So, 20 Sekunden haben wir noch. Wir fangen an mit einer Übung im Stehen und gleich Cardio. Elbow to Knee sieht dann so aus, ihr dreht euch immer schön rein, schaut drauf, dass wirklich Bauch angespannt ist und diese Reihenbewegung passiert und nicht nur das Ganze zu einer Tanzbewegung ausartet. Und dann geht's los. Den ganzen Weg reindrehen und mit viel Kraft aufstampfen und hochhüpfen. Und das Atmen nicht vergessen. Immer in die Richtung schauen, in die ihr euch reindreht. Hopp, 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 hopp. Und ihr könnt rein theoretisch euren Bauch sogar fühlen und würdet merken, der ist angespannt. Noch 20 Sekunden. Cut. Und keiner hört auf, bis zum Beep ziehen wir das durch, noch 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt war ich schneller, okay, einmal tief durchatmen, wir kommen zu Boden und machen einen Around the World Crunch, das heißt Hände über den Kopf leicht heben und immer von der Seite zum Knie rund, zur anderen Seite zum Knie. Bereit? Und los geht's. Kreisförmige Bewegung runter. Und zum anderen Knie. Runter. Und atmen. Ausatmen, wenn ihr hochkommt. Und einatmen, wenn ihr reinkommt. Und ihr merkt, es soll vor allen Dingen auf die seitliche Bauchmuskulatur gehen. Also achtet darauf, dass ihr richtig schön einknickt. Den ganzen Weg von der Seite kommt. Das heißt nicht umsonst around the world. Die Welt ist rund. Und es heißt drehen. Okay. Wieder eine Cardio-Übung für euch. Auf den Boden. Wir machen 10 Zigzag Mountain Climbers, das heißt überkreuzt. Und dann noch 10 In- and Out-Jumps in der Plank. Und ihr müsst nur mitmachen. Bereit machen auf der Matte. 2, 1, go. Zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Darauf achten. Bauch ist starr. Nicht einsinken, nicht zu weit nach oben, sondern gerade. Und 10. Sieben, acht, neun, zehn. Zehn und nochmal. Neun, zehn und noch ein letztes Mal. Mountain Climber, Zigzag. Drehen es wieder um. Die Haare sind schon ganz wirr. Und machen Star Crunches. Das heißt, wie ein Seestern, sage ich gern, alle Viere von sich strecken und immer überkreuzt das rechte Bein zur linken Hand führen. Und natürlich auch umgekehrt. Los. 1. Und die andere Seite. Auch hier immer drauf schauen, dass ihr reinschaut in die Richtung, in die ihr euch bewegt. Und die liegende Hand kann ruhig helfen, ist kein Problem. Ihr seht, ich stütze mich auch immer mit der liegenden Hand ab. Glaubt mir, es geht trotzdem auf den Bauch. Und auch hier bei der Anstrengung ausatmen, also beim Hochgehen, einatmen, beim Runter.
Wir kommen wieder zu einer Cardio-Übung. Und zwar so eine Mischung aus Crunch und allem Möglichen. Wir fangen von hier unten an, kommen hoch mit Händen, ruhig mithelfen, Jump up und gleich wieder runter. Traut euch das ruhig, kein Problem. Das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr einen kleinen Rückwärts-Purzelbaum macht. Also, runter, Hände mitnehmen, abstützen, Jump up und gleich wieder runter. Und wer sich das schon traut, der kann das Ganze auch ohne Hände probieren. Hoch, Jump up, gerade mit den Knien runter, einmal abfedern, Gesäß nach hinten. Und das Ganze ist eine fließende Bewegung. Wer denkt, es ist zu leicht, der macht auf den hier und kommt dann erst runter. Eine fließende Bewegung, hopp, gleich wieder runter. Mit dem Bauch die Kraft holen, hoch, jump up. Wir kommen nach vorne und ich möchte gerne sehen, dass wir ein bisschen was für die Seite, die Bauchmuskulatur machen. Also, Side Dips in der Plank in Kombination, also 10 Dips. Als allererstes Unterarmstütz, rechts, links. 2 auf jeder Seite, 3, 4 und 5. 10 Stück haben wir gemacht. Hoch mit dem Po, runter. Hoch. 2, 3, 4 und 5. Und wieder zum Side-Dip. Side-Dip. 1, 2. Po nicht zu weit hoch. 3, 4, 5. Und wieder 5 Stück. Runter. 1, 2, 3, 4. Und der 5. kam leider nicht so weit. Neue Übung, neues Glück. Wir machen Side Burpees ohne Liegestütz. Das heißt, zur Seite rausspringen, ein Hip Dip, hochspringen und Jump Up. Wer will, kann mit mir gerne den Tuck Jump machen. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Jump Up machen. Okay. Zur Seite. Hip Dip. Hochkommen. Tuck. Andere Seite. Hip Dip. Hochkommen. Tuck. Immer schön seitlich das Ganze. Runter mit der Hüfte wieder hochziehen. Wir haben noch 10 Sekunden. Hoch. Letzte Übung. Wir legen uns wieder auf den Rücken. Ein bisschen was für den untere Bauchmuskulatur zu machen. Heben wir gleich die Beine, Hände und das Gesäß. Kopf anheben. Wir machen zusammen die Leg Letdowns. Los geht's. Runter, kurz halten. Wieder hoch und schiebt das Gesäß wirklich ganz nach oben und wieder runterkommen. Immer drauf schauen, der untere Rücken bleibt hier auf dem Boden. Wenn er sich heben sollte, achtet darauf, dass ihr das Bein nur so weit runternehmt, bis der untere Rücken sich hebt. Kopf immer ein bisschen anheben. Und noch hier ausatmen, wenn ihr runterkommt. Ein, wenn ihr hochkommt. Und atmen. Nicht die Luft anhalten. Aber wenn man gerne möchte, würde das automatisch tun. Okay, das war's auch schon. 10 Minuten sind durch. Bauchmuskelkater ist auf jeden Fall vorprogrammiert und wenn ihr mehr solche Übungen wollt und mehr koordinierte Workouts mit mir zusammen immer wieder was Neues erleben wollt, dann kommt ins Bodyshape-Programm. Tschüss!